Pusteblume. Ich atme einen schönen Garten. Bäume, Schirm und Gartenstuhl. Aber irgendwas fehlt noch. Blumen oder ein Swimmingpool? Es soll nicht nur so rumstehen. Etwas anderes brauche ich hier. Etwas Kleines und Lebendiges. Ja, ich hab's. Ich brauche ein Tier. Ja, man kann an Tieren eine Menge studieren und vieles kapieren und sich amüsieren. Doch es gibt so viele, große und kleine. Es gibt welche mit Federn, die haben zwei Beine. Und die im Pelz, die haben vier. Na, ganz egal, ich brauche ein Tier. Wie wär's mit einem Affen? Affen, ja, die sind possierlich. Und es liegt auch auf der Hand. So ein Affe sieht mir ähnlich. Und der ist mit mir verwandt. Doch im Garten und im Zimmer geht so manches dann in Stücke. Ach, und meiner Tante Else klaut er sicher die Perücke. Ja, das ist nicht gut für dieses Tier. Und deshalb passt es nicht zu mir. Doch gibt's ja noch andere, große und kleine. Es gibt welche mit Federn, die haben zwei Beine. Und die im Pelz, die haben vier. Na, ganz egal, ich brauch ein Tier. Vielleicht ein Vogel. So ein Vogel, der ist handlich und er kann vor allen Dingen immer, wenn ich's gerne höre, wunderschöne Lieder singen. Doch er braucht ja einen Käfig. Wenn er kann, wird er entfliehen. Und sitzt er dann froh im Garten, kommt eine Katz, schon ist er hin. Ja, das ist nicht gut für dieses Tier und deshalb passt es nicht zu mir. Doch gibt's ja noch andere, große und kleine. Es gibt welche mit Federn, die haben zwei Beine. Und die im Pelz, die haben vier. Na, ganz egal, ich brauch ein Tier. Vielleicht einen Bernhardiner. Dahingegen so ein Wachhund ist ein fabelhaftes Tier. Doch ich habe ihn gar nicht nötig, denn es kommt kein Dieb zu mir. Außer einem alten Auto habe ich nichts und das ist klein. Und der große Bernhardiner passt noch nicht mal mit hinein. Ja, das ist nicht gut für dieses Tier und deshalb passt es nicht zu mir. Doch gibt's ja noch andere, große und kleine. Es gibt welche mit Federn, die haben zwei Beine. Und die im Pelz, die haben vier. Na, ganz egal, ich brauch ein Tier. Ja, aber welches? Das Tier soll ja schließlich zu mir passen. Und ich glaube, da muss ich mich erst mal erkundigen, was für Tiere man überhaupt zu Hause halten kann. Ich kenne da einen Zooladen in der Nähe. Da gehe ich gleich mal hin. Ja. Hier ist es.
Nun wollen wir doch mal sehen. Katzen, ja. Das wäre auch was. Naja, ein bisschen lebhaft. Oder Meerschweinchen? Ah, da kommt Kundschaft. Na, die lasse ich mal vor. Grüß Gott, neue zwei. Ich möchte ein Meerschweinchen mit einer weißen Nase. Und ich möchte einen kleinen Hund. Aha. Kannst du dir für deinen Hund schon sorgen? Ja, sicher. Wenn du früh, wenn du in der Schule bist? Sorgt die Mami dafür. Und abends, wenn du schläfst? Sorgt der Papi dafür. Muss es unbedingt ein Hund sein? Naja. Schaut euch doch mal um, wir haben so viele Tiere hier. Ja, wirklich. Was für ein Gewusel. Die treten sich ja alle gegenseitig auf die Füße. Kaninchen, ja. Das wäre doch auch was für die Kinder. Na, die müssen aber regelmäßig gefüttert werden. Ob ich vielleicht ein paar davon... ich weiß nicht. Oder Meerschweinchen. Aber nee, die sind zu klein. Die verlaufen sich ja im Garten. Ha, ein Papagei. Aber der braucht ja wieder einen Käfig. Die Wellensittiche ja auch. Ah, das sieht so traurig aus. Eingesperrte Vögel. Meine Güte, was nehme ich bloß? Vielleicht doch ein Hamster? Der hamstert gerade. Die Kinder finden das auch sehr interessant. Na, gefallen sie euch? Ja. Muss man eigentlich alle kaufen? Nein, nur einen. Einzeln kann man sie am besten halten. Jetzt sind sie ja noch Babys, circa 5-6 Wochen alt. Aber wenn sie älter werden, dann werden sie frech und streiten sich. Sind die aber nett. Kommt, ich zeige euch, was ihr für ein Goldhamster alles braucht. Als erstes brauchen wir mal den Käfig. Der Käfig, der muss immer Querstreben haben, dass der Hamster auch gut klettern kann. Und weil der Hamster ein Wühler ist, möchte er gerne in einer Höhle schlafen. So sieht ein Hamsterschlafhaus aus. Was hast du da an deinem Finger? Hat dich ein Goldhamster gebissen? Nein, nein, da habe ich mich nur geschnitten. So, jetzt könnte der Hamster eigentlich einziehen. Lass mich mal durch, ich hole einen. Jetzt geht ein neues Zuhause. Was fehlt dem Hamster jetzt noch zum Schlafen? Ein Bett. Ein Bett, das haben wir hier. Das ist aus Watte. Fangt mal an. So, das legen wir ihm jetzt rein. Ja, so ein Bett hätte ich auch gerne. Nur ein bisschen größer. Der Hamster muss ja auch fressen. Deshalb hänge ich ihn im Futternapf hin. Ach, das kommt da hinein. Sonnenblumenkerne und Maiskörner. Aha. Und wie kommt der Hamster da ran? Und daraus kann der Hamster trinken, wann er mag. Na, hoffentlich kann er das. Wie macht er denn das? Ah, sehr geschickt. Schmeckt's? Ja. Und an die Körner kommt er auch ran. Er frisst sie ja nicht gleich. Er will sie als Vorrat ins Nest mitnehmen. Also rein in die Hamsterbacken und rein ins Nest. Aber das geht nicht mehr. Die Backen sind zu dick. Zu viel gehamstert, siehst du? Übrigens, so sieht ein wilder Hamster aus. Der hier war nie im Zoogeschäft. Der lebt in einem Kornfeld. Zur Erntezeit wachsen ihm die Kornähren fast ins Maul. Ein freier Hamster. Ohne Käfig und ohne Futterapparat. Also muss er für den Winter vorsorgen und muss hamstern. Erstmal Korn in die Backentaschen. Dann noch etwas Grünzeug. Gemüsebeilage. So, nun langt's aber. Ab in die Höhle.
So sieht ein Hamsterbau unter der Erde aus. Lange Gänge und ein gemütliches Wohnzimmer. Nein, Moment, das ist die Speisekammer. Und das ist das Grünzeug, das er vorhin gesammelt hat. Das hebt er sich auf. Der hier im Zoogeschäft muss sich nichts aufheben. Der kriegt ja immer was. Aber dafür hat er kein Kornfeld, nur ein Laufrad. Ich möchte einen Hamster. Ich auch. Okay, okay. Ich will nicht, dass es mir so einen Hamster geht. Beißt er auch? Nein, beißen tut er nicht. Nur manchmal zwickt er, weil er euch nicht kennt. Am besten, ihr geht jetzt nach Hause, fragt eure Eltern, dann kommt ihr wieder, dann kriegt ihr euren Hamster. Okay, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Grüß dich, Peter. Ah, hallo Klaus. Spielst du heute mal wieder Zoodirektor? Heute darf ich die Stunde aushelfen. Aha. Was möchtest du gerne? Du, ich möchte heute ein Tier. Und das darf nicht zu groß sein, das darf nicht in der Wohnung rumtoben, das soll mir nicht die Blumenbeete zertrampeln, das darf nicht wegfliegen und es muss leise sein. Na, du bist ein Patient. Ein was? Ein schwieriger Fall. Ach so. Aber ich hab was für dich. Ja? Da kommen nur Fische in Frage. Fische? Ah, die sind ja stumm. Aber schön sind sie. Ja? Komm mit, zeig sie dir. Na gut. Donnerwetter, was für eine Menge Fische. Wie viele verschiedene Arten habt ihr denn hier? Circa 70 Arten. 70 Arten, aber die kommen doch nicht alle von hier aus dem Fluss, nicht? Nein, die kommen aus aller Welt. Aha. Zum Beispiel die hier, die kommen aus Südamerika. Aus Südamerika. Und was sind das für welche? Das sind Piranhas. Piranhas? Ja, das sind ja die, wo wenn ich hier meinen Finger reinhalte, dann nagen sie den an? Nein, nein, nur wenn sie Blut spüren. Aha. Und wenn viele Piranhas zusammen sind, dann können sie ein Tier bis auf die Knochen auffressen. Na, ich weiß nicht. Die wären mir ein bisschen zu gefährlich. Aber wie wär's denn mit denen da, diese Ölsardinen da? Hier sind keine Ölsardinen, das sind Haibarben. Haibarben? Mhm. Und wozu sind die gut? Für nichts, das sind Zierfische. Ah ja, ja, hübsch sind sie ja, aber man kann sie nicht streichen. Nein, streichen kann man sie nicht. Mit welchem Tier hast du denn überhaupt angefangen? Mit Fischen. Aha, ja, deshalb weißt du auch so gut Bescheid mit Fischen. Und mit welchen? Ich habe vor 5 Jahren mit Kampffischen angefangen. Mit Kampffischen? Wie sehen die denn aus? Da drüben ist er. Warum heißt denn der Kampffisch? Weil sich die Männchen um ihr Revier streiten. Aber auch in der Natur, wo mehr Platz ist als hier im Becken, streiten sie, weil jeder stärker als der andere sein will. Und weil sie viel kämpfen, deshalb heißen sie Kampffische. Tatsächlich. Die gehen ja aufeinander los und verteidigen ihr Revier. Aber kein Wunder, in dem engen Aquarium. Na, das ist ja ein putziger Geselle. Er sieht aus wie eine alte Handtasche. Ein freundlicher Fisch. Ja, der ist sicher nicht von hier. Und der auch nicht. Aber schön ist er. Ja, und der auch. Ob ich mir vielleicht doch so einen? Na, ich weiß nicht. Was kostet denn eigentlich der billigste Fisch? Eine Mark ungefähr. Eine Mark bloß, ne? Und der teuerste? 360 Mark. 360 Mark? Der Fisch ist gar nicht so teuer. Teuer ist das Technische. Aha. Außer am Becken braucht man noch den UV-Strahler, die Heizung, den Filter, den Eiweißabschäumer, die Abdeckung und die Pumpe. Ach du lieber Himmel, so viel Technik. Ich wollte eigentlich ein Tier. Ah, da habe ich was für dich. Ja, was denn? Es ist viel besser, es ist der Goldfisch. Ein Goldfisch? Na ja, ich weiß, der braucht wenig Pflege, aber... Weißt du, zu Hause habe ich schon einen Goldfisch. In der Badewanne, aus Plastik. Ach, ich weiß nicht. Fische, das ist doch nicht das Richtige für mich. Weißt du, ich brauche was zum Anfassen. Und außerdem sind sie ein bisschen sehr stumm. Ein bisschen Kraft können sie schon machen. Ich möchte mit dem Tier ab und zu spielen können und reden, weißt du? Na, ich überlege mir das nochmal. Tschüss, Klaus. Danke dir. Tja, das ist schwierig, sein Tier zu finden. Das Tier soll sich auch wohlfühlen. Das kann man nicht einfach irgendwo hinstopfen. Und das geht auch nicht in der Natur. Da hat jedes Tier seinen Platz. So wie Balduin, der Fuchs. Als wieder einmal ein schlimmes Hochwasser war, das den ganzen Wald und auch den Fuchsbau überschwemmte, wurde Balduin, das Füchslein, von seiner Mutter getrennt. Das Wasser riss ihn fort. Und als er aus seiner Ohnmacht erwachte, fand er sich auf einem kleinen Hügel wieder. Außer ihm war nur noch eine Kaninchenfamilie da.
Die Kaninchen standen um ihn herum und stritten, was mit ihm geschehen solle. Die einen sagten, man solle ihn wieder ins Wasser werfen, denn sie wissen schließlich alle, dass alle kleinen Tiere einmal groß würden, und ausgewachsene Füchse seien nun mal die Feinde der Kaninchen. Eine andere Gruppe, angeführt von dem bewährten Anführer Karl Rotte, schrie dauernd, dass man doch schließlich vom selben Stamm sei. Sie führten die gemeinsame Verwandtschaft darauf zurück, dass sie alle große Ohren haben, dass sie in Erdhöhlen wohnen, dass sie außerdem sprichwörtlich schlau seien, und außerdem müsse man sowieso zusammenhalten, weil ihr großer gemeinsamer Feind der Mensch sei. Nun hatte noch keiner etwas davon gehört, dass Kaninchen besonders schlau seien, aber da es Karl Rotte sagte und es ihnen in den Kram passte, waren langsam alle davon überzeugt, mit den Füchsen verwandt zu sein. Da drängte sich plötzlich eine dicke Kaninchendame durch die Versammlung. »Pappalapapp«, sagte sie, »Freunde oder Feinde, es ist eine Schande, ein hilfloses Junges so herumliegen zu lassen. Ich bin Mutter«, fuhr sie fort, »und ich habe schon 5 Kinder zu versorgen, und da wird halt das Füchslein mitversorgt.« Gesagt, getan. Sie leckte Balduin trocken, und bald trank er zusammen mit seinen neuen Geschwistern, bis alle satt waren. Das Hochwasser war zurückgegangen, und Balduin lebte mit seiner neuen Familie wieder im Bau. Sie schliefen gemeinsam, sie spielten Fangen und wurden von der Kaninchenmutter erzogen. Das heißt, sie brachte ihren Kindern und Balduin bei, was ein Kaninchen so wissen muss. Sie zeigte ihnen, welch leckere Dinge in einem Garten wachsen. Zarte Salatblätter, frische saftige Möhren, Kohl, Spinat. Und die jungen Kaninchen begannen auch bald, Geschmack daran zu finden. Nur Balduin rührte von all diesen köstlichen Dingen nichts an. Er wurde schließlich ganz mager und krank, und man schickte nach dem Uhu, der, wie jedermann weiß, ein besonders kluges Tier ist. Als der Uhu den Patienten sah, schlug er aufgeregt mit den Flügeln und schüttelte den Kopf über so viel Unverstand. Und dann sagte er, »Sum cuique«, denn er war so klug, dass er sogar Lateinisch konnte. »Sum cuique«, sagte er, »das heißt, jedem das Seine.« Damit meinte er, dass ein Fuchs etwas ganz anderes zum Essen braucht als ein Kaninchen. Er hatte recht, denn Füchse mögen keine Möhren und Salatblätter und seien diese noch so zart und saftig. Der bewährte Anführer Karl Rotte konnte einmal mehr beweisen, dass er ein brillanter Kopf war. Er traf sofort eine Entscheidung und sagte, »Meine Herren, jetzt muss etwas geschehen.« Darüber waren sich sofort alle Kaninchen einig. Doch es war wieder Balduins Ziehmutter, die die Lösung fand. »Wir müssen Balduin zu seiner richtigen Mutter zurückbringen«, sagte sie, »denn dort bekommt er die nötige Pflege und vor allem das, was er braucht.« Nach langem Suchen fanden sie schließlich Balduins Mutter, die in einen neuen Bau gezogen war. Eine Abordnung von Kaninchen, angeführt von Karl Rotte, überbrachte den verlorenen Sohn. Rotte fand wieder einige treffende Worte, aber nachdem er mit seiner Rede endlich zu Ende war, konnte die Fuchsmutter ihren Sohn in die Läufe schließen. Die Füchse und die Kaninchen schworen sich ewige Freundschaft. Aber getraut haben die Kaninchen dem Frieden nicht zurecht, denn sonst würden sie nicht so schnell weglaufen, sobald sich ein Fuchs blicken lässt. Ja, Fuchs und Kaninchen, das passt nicht zusammen. In der Natur hat jedes Tier seinen Platz. Aber bei mir in der Wohnung, ein Tier und ich zusammen an einem Platz, das ist schwierig. Das muss ja passen. Ich hab da schon an einen Hund gedacht. Aber es gibt ja so viele komische Hunde. Läuft der vorwärts oder rückwärts? Wo ist denn bei dem Form? Ein bisschen unfrisiert, der hier. Und wo hat er seine Augen? Irgendwo hinter den Haaren, hoffe ich. Na, die beiden passen zusammen. Und was passt zu ihr? Ein kleiner Pudel vielleicht, oder? Oh, 2 Doggen. Na, die wären zu groß für mich. Ja, der ist schön klein und sieht intelligent aus. Ja, sein Herr auch. Sicher ein sehr gebildeter Mann. Aber
Der Hund ist mir zu artig. Was für ein Riesenhund. Naja, sein Herr ist auch nicht gerade zierlich. Na, die leben wohl schon lange zusammen. Noch zwei putzige Typen. Mein Hund war bis jetzt noch nicht dabei. Was ich brauche, das ist... Moment mal. Ach, entschuldigen Sie mal, Sie haben da so einen netten Hund. Hat der womöglich noch einen Bruder? Ein Bruder, der hat viele Brüder. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, wissen Sie, mein Bergbruder, der kommt aus dem Tierheim. Aus dem Tierheim? Heim für Tiere. Was sind denn da für Tiere? Lauter Ausgesetzte, Aufgelesene. Da können Sie einen kriegen. Da könnte ich auch einen kriegen? Ja, ja. Ein Hund aus dem Tierheim. Das wäre doch was. Schönen Dank auch. Bitteschön. Ja, hier muss es sein. Tierheim. Ein Heim für Tiere. Was es alles gibt. Ah, guten Tag. Mein Name ist Lustig. Ich möchte einen Hund, bitte. Grüß Gott, wie ist Ihr Name bitte? Lustig? Ja, Lustig. Und ich möchte einen Hund. Herr Doktor, da ist jemand, der möchte einen Hund haben. Grüß Gott, Dr. Kassel, Sie wünschen? Ich möchte einen Hund. Und warum gerade einen Hund? Warum? Oh, ich möchte ein Tier und ich möchte mit ihm zusammen leben in meinem Haus. Haben Sie einen Garten auch beim Haus? Ja, habe ich auch. Und beruflich? Viel unterwegs? Ich? Nö, gar nicht. Aber warum fragen Sie? Naja, wissen Sie, wenn wir ein Tier abgeben, dann soll es besser haben als bei uns. Und ich möchte das neue Herrchen ein bisschen kennenlernen. Ach so, ja, das verstehe ich. Ja? Und schauen wir mal, ob wir was für Sie finden, ja? Gut, danke. So, schauen wir jetzt erst mal, was wir für Neuankömmlinge haben. Was steht da? Polizeifundhunde. Was ist denn das? Ja, die Polizei, die bringt uns Hunde, die in der Stadt so rumlaufen. Aha. Und die zwei da, die sind die letzte Nacht gebracht worden. Weil Hunde entlaufen ja manchmal. Öfter werden sie natürlich ausgesetzt und einfach so an den Laternenpfahl gebunden. Ach, Katzen haben Sie auch hier? Ja, die sind alle in der letzten Woche gekommen. Meine Güte, alle in so kleinen Käfigen. Muss denn das sein? Ja, das muss für die ersten zwei Wochen sein. Denn man muss ja rausgehen, ob die irgendwelche Krankheiten haben. Aha. Und dann müssen wir sie auch impfen. Eine Katze hinter Gittern? Na, die können sich doch hier nicht wohlfühlen. Nein, die fühlen sich hier nicht wohl. Katzen brauchen besonders ihr Zuhause. Und das kann ihnen kein Tierheim bieten. Na, das glaube ich. Aber denen geht's doch sicher gut. Die haben ja ein schönes, großes Zimmer hier. Das sieht nur so aus. Jetzt warten sie aufs Futter und sind friedlich. Katzen leben ja normalerweise nicht zusammen wie hier. Und was glauben Sie, wie es hier häufig Kämpfe um die besten Plätze gibt? Aha. So, jetzt kommen wir zu den Hunden. Schauen Sie mal, ob Ihnen einer da gefällt. Die bellen ja alle so laut. Sind die Bisse? Nee, die beißen doch nicht. Die verteidigen ihren Käfig, so wie zu Hause ein Gartenzaun. Ach, jetzt ist Fütterung. Was geben Sie den Hunden eigentlich? Ja, Fleisch und Hundeflocken. Aus der Dose? Nee, wir brauchen 1,5 Rinder in der Woche. Donnerwetter. Aber jetzt achten Sie mal drauf, wenn der Große sein Futter kriegt. Wir können ihm das Beste geben. Er rührt nichts an. Ach, und warum nicht? Den Hund hat man uns vor 3 Tagen über den Zaun geworfen. Und er wartet heute noch auf sein Herrchen und frisst nichts. Ach, das gibt's? Leute, die ihre Hunde einfach wegwerfen? Ja, das gibt's, weil Menschen sich Tiere anschaffen, ohne vorher nachzudenken. Viele halten Tiere für Spielzeug. Wir merken das im Tierheim ganz genau. Wenn die Ferienzeit kommt, dann möchte man sich um die Tiere nicht mehr kümmern. Sie sind lästig. Man will sie einfach loswerden. Zur Urlaubszeit kriegen wir hier die meisten Tiere. Sehen Sie das hier? Das wäre natürlich auch ein armer Kerl, ein Dauergast. Der ist schon lange hier und geht kaum weg. Ach, der da. Der ist ja lieb. So einen habe ich mir vorgestellt, ja. Der könnte mir gefallen. Ach, könnten Sie mir den mal rausholen? Ja, gerne. Ja, der kommt ja schon zu mir. Das ist ja Liebe auf den ersten Blick. Ach, ist der lieb. Na, komm mal her.
Wie heißt er denn? Wisst mir leider nicht. Ach so, ja, natürlich. Dann nenne ich ihn Willi, nach meinem Großvater. Hm? Willi, ja, komm doch mal her. Ja, komm mal her zu mir. Du hörst ja schon auf deinen Namen, fabelhaft. Na, und hier im Garten ist doch schön, hm? Schöner als in dem Tierheim, was? Ja. Hat ja eine Weile gedauert, bis wir uns gefunden haben. Aber besser ein bisschen länger überlegt und dann hat man den Richtigen, hm? Ja. Ich muss jetzt eine Menge lernen. Das habe ich auch schon getan, hier in dem Buch. Da steht alles drin über Hunde. Da steht drin, was sie essen müssen, wie sie schlafen und wie man sie behandelt. Nur was das für eine Rasse ist, der Willi, das steht hier nicht drin. Das kann auch gar nicht drinstehen, denn der Willi, der ist einmalig. Und dann ist da noch was Interessantes drin gewesen. Da steht, dass der Hund vom Wolf abstammt. Und der Wolf ist ja ein Rudeltier. Und er ist immer noch ein Rudeltier. Das heißt, er braucht Gesellschaft und er braucht einen Anführer. Ein Oberwolf, ein Oberhund sozusagen. Und dieser Oberhund, das bin ich für ihn. Ja, pass mal auf. Willi, komm. Weil ich sein Oberhund bin, deshalb gehorcht er mir ja auch. Da muss man gar nicht so laut brüllen, wie das einige tun. Man muss nur klar und deutlich sprechen. Und man muss freundlich sein. Willi, komm. Da ist er. Ach, kennt ihr das Stöckchenspiel? Hier. Pass mal auf. Dann nimmt man doch ein Stöckchen. Na, lass los. Und wirft es. Pass auf. Na komm, Willi. Komm. Na, bring Stöckchen. Ja. Na komm. Er bringt es tatsächlich. Er bringt das Stöckchen. Und warum bringt er es? Das Stöckchen ist für ihn Beute. Das ist ein Knochen sozusagen. Und diese Beute bringt er jetzt mir, seinem Oberhund. Und jetzt wird geteilt. Ja, komm. Ja, gib's doch mal her. Er hat mir die Beute zwar gebracht, aber er will auch seinen Teil abhaben. Ne? Ja, komm. Ja. Er ist nicht böse, auch wenn er knurrt. Das sieht man an dem Schwanz da hinten. Der ist hochgebogen und das heißt, ich bin freundlich. Ne? Na, dann lass ich mal los. Ja, und jetzt bringt er es in Sicherheit. Na, Willi, komm. Komm mit, Willi. Ja, ich als Oberhund, ich muss ihn nicht nur füttern, ich muss ihn auch verstehen. Ich muss seine Schwanzsprache verstehen, seine Bellsprache und was er alles mit den Ohren machen kann. Und deshalb muss ich noch eine Menge lernen. Hier steht ja alles drin. Und deshalb ist auch die Sendung aus. Schluss, heute kommt nichts mehr, ich muss jetzt lesen. Ja, der Hund und seine Ernährung. Ja, das hatte ich schon. Der Hund im Flugzeug. Der Hund und sein Verhalten, ja. Wie der Hund sich verständlich macht, warum ein Hund so viel schnüffeln muss. Ja, das ist interessant. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten, kommt nichts mehr. Ich muss jetzt lesen. Warum ein Hund so viel schnüffeln muss. Pusteblume.